Okay, herzlich willkommen bei hiphop.de, live aus Essen. Wir sind hier bei Fan-TV Cribs und holen heute euren Lieblingsrapper Favorite ab, der hier irgendwo wohnen soll. Und ziehen uns seine Villa rein. Okay, wie geht's dir, Mann? Alles gut? Alles klar, Mann. Hi. Führ uns doch mal ein bisschen rum, zeig uns mal ein bisschen. Also hier wird geschlafen und gefickt. Da ist natürlich ein riesengroßer Fernseher, da muss natürlich sein, ist aber kein Plasma. Ansonsten, ich habe einen Laptop, habe ich. Tanga von dir? Der ist natürlich von Slick. Kommt rein in meine Küche, Alter. Also hier ist meine Küche, alles wunderschön gemacht auf jeden Fall. Man sieht, ich bin auf jeden Fall auch nicht viel zu Hause. Alles ist ziemlich ein bisschen schmockig, aber eh normal, weißt du? Das ist ein Blick in meinen Kühlschrank. Sieht auf den ersten Blick ganz gesund aus, okay, wenn da überhaupt was drin ist. Aber ich lebe auf jeden Fall nicht gesund, Alter. Die Drogen habe ich natürlich nicht im Kühlschrank, obwohl das, manchmal tue ich die Ampfen, damit die schön frisch bleibt, auch im Kühlschrank, Alter. Aber die habe ich dann weggezogen. Dass die Pilze nicht schimmeln. So, ne? Genau, die Pilze dürfen nicht schimmeln. Das ist natürlich mein Fitnessraum. Hier mache ich natürlich Liegestützen und Kuschelköpfe. Alles Mögliche. Hier ist ein Schrank. Das ist meine Wärmflasche. Meine Wärmflasche. Weil ich nicht auf Tour gehe, habe ich natürlich jetzt keine Klamotten da drin. So. Außer ein paar Fave-Shirts. Natürlich habe ich nur Fave-Shirts. Fave-Shirts überall. Also wenn ihr mal Fave-Shirts braucht oder so, ich habe keine welche, kann ich euch klar machen. Sonst habe ich eine Hose und sonst eigentlich nur so ein Schrott. Ey, der Bronx-Pulli, Alter. Der ist natürlich Legende, der gute alte Bronx-Pulli. Ich habe schon drüber gerappt. Bang! Der Bronx-Pulli. Das ist der Kunstbereich, genau, das ist meine kleine Galerie. Hier habe ich ja schon ein bisschen an der Wand ein bisschen gemalt. Ja, ist natürlich noch nicht fertig. Genau, ich habe Bücher, Alter. Kaum zu glauben, aber Favorite hat sogar Bücher, Alter, in seinem Schrank. In seinem Schrank. Ja, und zwar ist das dieses Kochbuch hier. Ja, kann man auf jeden Fall, ist immer ein schönes Geschenk für eine nette Freundin oder so. Kann man die dann schenken. Ich habe das Kochbuch natürlich hier, weil die Weiber, die ich hier mit anhand ziehe, die können natürlich nicht kochen. Müssen erstmal da reingucken, bevor die mir was zu essen machen, Alter. Die sind ja auch noch relativ jung. Ich meine, mit 14 kann man halt noch nicht kochen. Das ist natürlich Glättereisen. Aber ich habe hier ja Haare, weißt du? Also vielleicht ist es dafür, Alter. Einen neuen Look, eine Eier oder so. Gangster. Ja, okay, hier ist natürlich auch ein bisschen Schminke am Starten, oder? Doch nicht. Auf jeden Fall ein Schminkspiegel, Alter. Sehr verstaubt, wie man sieht. I, Herz. You, Baby. Gangster-Shit. Yeah. Die Uhr ist natürlich schon lange stehen geblieben. Ja? Ja, das ist ganz klar. Brauche keiner. Favorite-Aufkleber. Jede Menge. Gehe ich ab und zu mal bomben, wenn ich besoffen bin oder so. Oder nicht schlafen kann, weil ich wieder zu viel Speed gezogen habe. Ich einfach raus und klebe die Nachbarn mit Favorite-Stickern zu. Man kennt mich ja in der Nachbarschaft, ne? Ich bin ein ganz beliebter Junge hier. Die Anlage sehr, sehr heiß, Alter. Sehr heiß. Deswegen eigentlich alle Sachen hier, die sind gar nicht von mir, eigentlich wohne ich hier auch gar nicht. Ich habe ansonsten noch, bin ich ganz stolz drauf, Backstage-Pass ein. Ja, mehr habe ich noch nicht bekommen in meinem Leben. So ein Dresscode-Homie-Card, Alter. Falls ich mal in Dresden bin, kriege ich 15%, wenn ich da Klamotten kaufe. In Dresden kauft man ja gerne mal Klamotten ein. Ah, das Badezimmer, ach du Scheiße, Alter. Also erstmal kein Fenster, ja. Die Toilette, wie man sieht, ist auf jeden Fall sehr sauber. Das ist schon alles sauber. Hier ist natürlich eine Badewanne. Ich gehe ja immer baden. Ich gehe ja gar nicht hier Dingsbums hier duschen oder so. Wenn, dann lege ich mich voll rein, Alter, und schwitze richtig schön so. Bisschen Sauna-Style und so. Ja, das war's, ne? Ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, ne? Ich tu, was ich da rap, ja? Also, viele rappen, was die tun. Ich tu, was ich da rap, Alter. Und das erkennt man dann. Okay, starten wir los in Richtung Tourauftakt, der heute stattfinden soll. Und unterwegs kannst du uns dann erzählen, wofür du dein Geld ausgibst, wenn es nicht fürs Wohnen ist. Yeah.